So, dann wollen wir mal eine Runde Arena spielen. Ich habe jetzt nicht so wirklich doll gezogen, aber ich habe viermal diesen scheiß Arschgeier gekriegt. Das heißt, im Zweifelsfall schmeiße ich dem einfach so viele Kreaturen an den Kopf, dass der keinen Bock mehr hat. Auf geht's. Ja, das spannende Rad. Man weiß immer nicht, was man kriegt. Ein Druide. Na, wenn er seine Kralle macht, wäre das natürlich ein bisschen unangenehm, aber. Och, das ist ja nicht mehr doch alles. Ah, toller Tausch. Ich mag das immer, wenn man eine schlechte wegmacht und eine noch schlechtere kriegt. Oder schlimmstenfalls die gleiche kriegt. Schön an dem Ding ist es immer, wenn es ein bisschen länger dauert. Dann kann man nebenbei noch mal ein bisschen was anbauen. So. Den erspiele ich jetzt mal noch nicht. Der wäre ja nur tot. Da haben wir ja nichts von. Ja, so ein Erntegolem. Der räumt ab. Och, der legt aber gleich los hier. Ja, was macht man da? Mal gucken. Zufälligen Feind. Das heißt, mit ein bisschen Glück ich. Jawohl. Ein bisschen Pech wäre es jetzt mein Vieh gewesen. Aber der hätte es ja noch knapp noch ausgehalten. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Da wird auch gleich geboostet, Schweinepriester. So, was Brauchbares ziehen. Ja, ich habe. Tut mir leid. Als ich brauchbar gesagt habe, hier jemand anderes gedacht. Er ist natürlich jetzt unglücklich. Na, schauen wir mal. Also, der müsste eigentlich weg, aber das bringt mir nichts. Dann machen wir hier erstmal den weg. Ich habe wenigstens nichts verloren. Und jetzt. Ja, super. Ich nehme immer gerne. Jetzt müsste er den Golem hier kaputt machen. Ghoul. Da wird er genau wahrscheinlich den draufziehen. Und dann vermute ich mal noch den Antwolem. Ja. War zu erwarten. Ich rieche Blut. Das gilt halt nur für Wildtiere. Das bringt mir jetzt gerade wenig. Legen wir dem Mann nochmal einen Spotter hin. Und da ein bisschen was zu knabbern. Wenn er jetzt wahrscheinlich einen abkriegt, wir schon auf zwei runter. Wieder ich, das ist schön. Irgendwie auf eine gewisse, immer so, gewisse merkwürdige Art und Weise. Masochismus, würde ich sagen. Unglücklicher Prankenhieb. Ist ja aber zum Glück nicht der letzte Blocker gewesen. Weil die Reserve-HP gerade so ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Gut, den Vork wird dagegen jagen. Vielleicht hat er noch irgendwie ein Sternenfeuer auf der Hand. Dann, Ich ja. muss das Oh, Land hier bewahren. zwei. Und den Vork. Oh. Er will lieber die Karte. Ja, das sieht knapp nach einem verlorenen Spiel aus. Können jetzt noch mal ein bisschen aufbäumen. Dann machen wir den mal. Ja, der ist zwar schön, bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Das sind 6 Schaden, 9 haben wir noch. Na komm. Bäumen wir uns nochmal auf den letzten Meter auf, gucken, was bei rumkommt. Gut gespielt. Klingen am Sternenfeuer. Ja, oder das geht natürlich auch, ja.
Ja, bei solchen Agro-Decks machst du natürlich nicht viel. Außer ziemlich genau das. Immerhin, Level 10. Kannst du nicht meckern.